Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Formel 1 2018. Wir starten wieder rein in unseren roten Boliden hier bei Ferrari. Beim dritten Rennen in China auf dem Shanghai International Circuit. Training habe ich mal durchfahren. Meistens immer nur die erste Trainingssession, weil 2 und 3, die überspringe ich dann immer. Also rein ins Blitzqualifying. Wir wollen gar nicht lang um den heißen Brei rumreden. Letzten Part haben wir unser erstes Rennen gewonnen. Mal gucken, wie es heute läuft. Gut reinstarten ins Blitzqualifying. Gucken gerade nochmal. Gibt heute ja draußen dein Bestes. Wir wollen uns wirklich einen guten Platz im Grid sichern. Aber vergiss nicht, Sebastian ist das Hauptziel. Das ist dein wichtigster Rivale, mit dem du verglichen werden wirst. Ja, wie immer. So, los geht's. In einer Runde wieder volle Konzentration. Im Training war es noch sonnig, muss ich sagen. Hier ist jetzt ein bisschen bewölkt, aber jetzt haben wir auch Ultra-Soft-Reifen. Im Training hatten wir, glaube ich, nur super soft. Die Kurve hier am Anfang, da hat es mich am Anfang auch ganz oft rausgehauen in den Formel-1-Spielen davor. Wenn man hier gut rauskommt, wenn man hier gut Speed gibt, dann kann man eigentlich schon vorne gut mitfahren. Ich bin schon wieder gespannt, wenn wir dann in Monaco fahren. Das wird natürlich wieder meine Hassstrecke, weil es ist so klein und so eng dort, dass man einfach Schiss hat, dass man in jeder Kurve oder bei jedem bisschen Gas gegen eine Wand fährt. Aber bislang sind wir hier gut mit dabei. Blitzqualifying hat immer den Reiz, dass man in einer Runde zeigen muss, was man drauf hat. Das wisst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr dieses Spiel spielt. Und danke wieder für eure vielen Kommentare und so weiter und so fort. Ne, wisst ihr ja, dass ich das immer sehr zu schätzen weiß, auch eure Hilfestellungen. Und wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich wieder über ein Like, Daumen nach oben und ein Abo freuen, wenn ihr keine weiteren Formel 1 Videos mehr verpassen wollt. So, diese lange Gerade hier, die habe ich gemeint, da sind wir ein bisschen schlechter jetzt rausgekommen. Da kannst du wirklich richtig Speed geben. Wenn du da das Fettgemisch ganz hoch stellst, da kann man so 300, wir sind ja jetzt schon 300, ah ne, guck mal, wir haben schon die maximale Stufe, wir haben jetzt schon 334, 335 km/h, auch wichtig, dass man hier nicht zu spät bremst, weil ansonsten kriegt man die Kurve nicht. Ja, momentan ist das noch ein Dreikampf zwischen Vettel, Ricciardo und mir. Wer holt sich die Pole Position, Vettel oder ich? Vettel oder ich? Es sieht ganz nach Sebastian Vettel aus. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Platzierung. Ja. Gut, zweiter. Aber dafür starten zwei Ferraris aus der ersten Reihe. Das ist doch schon mal ein optimales Ergebnis. Die Startreihen für das Rennen morgen stehen fest, werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Vettel, der Glückspilz und Daniel Ricciardo. Das Qualifying ist beendet, jetzt können wir uns aufs Rennen freuen. Morgen sind wir live und ohne Unterbrechungen beim großen Preis dabei. Also auf gar keinen Fall vergessen einzuschalten. Ich glaube, der Glückspilz ist so ein richtig geiler Spitzname für mich. Aber es läuft schon mal besser als in den letzten Blitz Qualifying. Wir sind schon mal Zweiter, werden fast auf die Pole Position gefahren, Ricciardo noch dahinter. Also es wird wirklich spannend, ne? Wir können von der zweiten Position starten, ist vielleicht sogar manchmal besser als von der ersten Position zu starten, weil man dann den anderen vielleicht überholen kann. Beim Start muss ich nochmal gucken, den verkacke ich meistens immer. Aber gut, wir starten rein, schauen nochmal, gibt es hier irgendeine Überraschung. Fernando Alonso ist wieder vorne unter den ersten 10, nicht, dass er wieder ausscheidet, ne? Jetzt hat er wieder eine gute Position, die letzten beiden Rennen ist er immer ausgeschieden, dann Sainz. Romain Grosjean sind die ersten 10. Gibt es irgendeine größere Überraschung? Nee, gibt es nicht. Alles klar. Gut, dann starten wir rein ins Rennen. So, auf der Strecke bei strahlendem Sonnenschein. Besser geht's gar nicht. Zweite Position neben unserem Teamkollegen. Wir schauen wie immer kurz in die Rennstrategie rein. Wir werden wieder 14 Runden fahren. Benzin ist auch okay. Ich nehme einfach mal so ein bisschen mehr mit, obwohl das jetzt nicht so viel mehr ist. Aber egal. Machen wir da eine Einstoppstrategie. Soll sonnig bleiben, wolkig. Heiter bis wolkig, Strecke 29 Grad, Luft 20 Grad. Also das sind perfekte Bedingungen einfach für ein Rennen. Und wir schauen mal, ob wir auch unseren zweiten Sieg in Folge einfahren können. Das wäre natürlich mega. Dann könnten wir uns gleich mal vor Vettel absetzen. Also, Rennen wird gestartet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt eine gute Unterhaltung. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier ein bisschen besser wegkommen vom Start. So, Rennen ist gestartet. Hinter Vettel vor Ricciardo. Schauen wir gleich mal, dass wir uns hier hinter Vettel... Oh, da werden wir von hinten schon gedrängt. Hat man das gesehen? Zwei Fahrer. Alter Vater. Leck mich am Arsch. Den zweiten Platz hole ich mir aber mal ganz schnell zurück. Valtteri Bottas war das, glaube ich, der mich von hinten gleich mal geditscht hat. Da muss man immer aufpassen, deswegen. Aber wir haben das gut überstanden. Auch die erste Sequenz hier. Hinter uns ein dichtes Feld. Und vorne haben wir natürlich die beiden Ferraris. Ich bleibe jetzt erstmal kurz hinter Vettel, die erste Runde, oder... Wenn es halt geht, werde ich ihn versuchen zu überholen auf der langen Geraden. Aber hier am Anfang riskiere ich wirklich noch nichts. Also da bin ich immer noch ein bisschen vorsichtiger. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, Schwierigkeitsstufe hin oder her, das ist 79. Also 79 ist noch, glaube ich, normal oder so. Oder, nee, 79 ist schwer und dann 80 wäre schon Experte oder so. Also man findet sich da auch immer besser rein. Ja, je höher man die Schwierigkeit stellt, desto besser wird man auch.
Deswegen war ich auch am überlegen, ob ich vielleicht die Schwierigkeit ein bisschen höher stellen soll. Aber wer weiß, wie die Fahrer dann drauf sind. So, jetzt ab hier in die, ich wollte schon sagen Haarnadel. Nee, aber in so eine leichte 180-Grad-Kurve. Und dann Vollgas. Gib ihm. Bottas hinter uns. Vettel, hier hätte man dann DRS verwenden können. Aber guck mal, wir haben jetzt schon 323, 324 km/h. Das ist Wahnsinn, ey. Oh, Funken sprühen. Achtung. Ja, die haben wir gut genommen, die Kurve. Also, es wird ein spannendes Rennen auf jeden Fall. Ich bin gespannt bis zum ersten Boxenstopp, wie sich das Feld so entwickelt. Und deswegen würde ich sagen, mit dieser letzten Sequenz verabschiede ich mich dann in die Highlights. So, die Attacke auf Vettel gleich direkt nach Start und Ziel. Das ist super. Das ist ein super Überholmanöver. Schön innen vorbei, außen wieder weg. Und es gibt, oh, oben wohl schon den ersten Unfall. Es gibt den ersten Ausfall. Wir sind nur noch 19 Fahrer. Ich will wissen, wer ausgeschieden ist, aber nicht Fernando Alonso. Das wäre, oh, Carlos Sainz ist der Erste, der ausscheidet. Für Fernando Alonso, also da hätte ich ein bisschen Mitleid gehabt, weil der hat die letzten Blitzqualifyings immer richtig gut gefahren und dann ist er immer im Rennen ausgeschieden. Also ist auch da um die Punkte rumgekommen. Also Carlos Sainz ist der Erste, der es erwischt hat. Vettel haben wir überholt, sind momentan, oh, wie fahre ich denn hier, wie ein alter Opa. Momentan sind wir auf dem ersten Platz, aber wir haben natürlich noch ein paar Konkurrenten hinter uns. Das wird noch mega, mega spannend. Und ich hoffe, dass wir die Position so gut wie es geht und so lange wie es geht halten können. Das Boxenstopp-Fenster ist eröffnet. Wir sind in Runde 4 bzw. in Runde 5. Wir konnten immer noch die erste Position halten, aber die Konkurrenz, die schläft natürlich nicht. Ihr kennt das, wenn ihr dieses Spiel selber spielt, da kann von der einen auf die andere Sekunde alles möglich sein. Vettel, Bottas weiterhin hinter uns. Und das finde ich auch relativ gut an dieser hohen Schwierigkeit. Ist ja logisch, dass die Gegner da nicht so leicht nach hinten fallen, sondern dass wir auch ein bisschen Konkurrenz im Nacken verspüren. Würde ja gerne die Schwierigkeit so vom Gefühl her, würde ich die wirklich jetzt nochmal so 2-3 Stufen nach oben stellen. Aber ich habe das dann die Angst oder das Gefühl, dass wenn wir das 2-3 Stärken höher stellen, so auf Experte, dass die dann monstermäßig stark sind und dass wir dann gar keine Chance mehr haben. Aber wie gesagt, ich konnte das bislang noch nicht umstellen. Ich habe versucht, vorne in den Renneinstellungen, also zu Beginn, das irgendwie umzustellen, aber es funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung, muss ich nochmal gucken in den Optionen, vielleicht im Startmenü, ob man das da irgendwie verändern kann. Ich muss diese Runde reinkommen mit meiner Einstoppstrategie. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. So, Vettel weiterhin hinter uns. Hier muss man natürlich auch aufpassen. Das ist so eine ähnliche Kurve wie in Bahrain, letztes Rennen. So kurz vor Start und Ziel. Da war auch so eine leichte Rechtskurve und da, die verleiht auch gerne zum Schnellfahren, aber wenn man da einmal zu stark einlenkt, dann ist man im Kiesbett und das Kiesbett freut sich auf Fahrer so wie mich. So, hier noch einmal rum und dann geht's geradeaus. Die Hilfslinie hilft mir dabei, weil ich würde ansonsten auch die Boxengasse verfehlen. So, hier sind wir nun also drinne. Vettel wird dann in der nächsten Runde reingehen. Wir werden also erstmal unsere erste Position verlieren, aber die anderen kommen natürlich auch rein. Ein Daniel Ricciardo sehe ich zum Beispiel schon dahin, Valtteri Bottas vielleicht oder Lewis Hamilton. So, dann schauen wir mal. Komm, schnell zum Reifenwechsel. Das klappt super, super. 2,6 Sekunden. Raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Perfekt. So, da haben wir Daniel Ricciardo, der hinter uns rausgekommen ist. Hier sind noch andere Teams. Also es wird wieder so seinen ähnlichen Lauf nehmen wie immer. Neunter Platz. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ein sehr guter Boxenstopp, muss ich sagen. Auf einem guten neunten Platz. Mit der Aussicht, dass die anderen auch noch reinfahren müssen. Schauen wir nochmal in der Runde, wie sich das Ganze entwickelt. Leclerc vor uns, Sirotkin hinter uns. Also die Kombination wird es auch so nicht mehr geben. Oder ein Ocon zum Beispiel, der im letzten Rennen zwischenzeitlich mal auf dem ersten Platz war. Vor uns. Das wird sich aber gleich wieder lichten. 3 Sekunden Rückstand, 2 Sekunden Vorsprung auf Sirotkin. Benzingemisch können wir noch so lassen, es ist völlig okay. Hier wiederum. Also auch China, muss ich sagen. Wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, ist China eigentlich auch eine richtig schöne Strecke zum Fahren. Relativ wenig scharfe Kurven. Dafür viele Passagen, wo man richtig schön Gas geben kann. So, Leclerc auf 2,2 Sekunden ran. Vielleicht bekommen wir ja mal in den Genuss des DRS. Aber dafür sind wir zu weit weg. Sirotkin auf 4 Sekunden fast. Na komm, nochmal Gas geben und dann sollten wir eigentlich Leclerc locker überholen können. Auch ohne DRS, oder? Ne, der ist noch zu weit weg. Okay. Da habe ich mich doch ein bisschen verschätzt. Da habe ich mich doch ein bisschen verschätzt, oder? So, Teamkollege ist jetzt in der Boxengasse. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Ja, habe ich gerade gesehen. So, Leclerc.
Das sollten wir auch locker schaffen. Auch wenn Vettel, denke ich immer, jetzt schon fertig ist und wieder langsam rausfährt. Das wird wieder ganz eng. Das ist immer richtig, richtig spannend. So, Leclerc geht rein. Wir bleiben somit als einziger draußen. Vorne Vettel fährt raus. Oh, das wird ganz spannend. Vorne Vettel, Bottas, da ist Vettel und wir sind vor Vettel raus. Das war ganz, ganz knapp. Da ist er nämlich schon wieder. Also wir hätten uns auch keinen einzigen Fahrfehler leisten dürfen. Das ist immer eine super Abstimmung. Also das muss ich wirklich sagen, das macht unser Team super. Schickt uns in den richtigen Moment rein. Aber wir machen das natürlich auch super, ne? Also, wir haben den ersten Platz zurück und müssen den jetzt eigentlich nur noch, ist immer leichter gesagt als getan, ins Ziel bringen. Wenige Runden vor Schuss sieht es also nach einem überlegenen Sieg mal wieder aus von Ferrari. Nach einem Doppelsieg von Ferrari, muss man dazu sagen. Wir sind immer noch auf dem ersten Platz. Vettel ist zweiter, Hamilton auf dem dritten Platz. Also ich glaube, ich muss dann mal schauen, dass ich ab dem nächsten Rennen die Schwierigkeiten ein bisschen nach oben stelle, weil es nimmt schon wieder so leichte Züge an wie in Formel 1 2017, wo ich quasi vom Start weg allen davon fahre, was ja auch nicht Sinn der Sache sein soll. Ne? Also klar, wollen wir so viele Rennen, wie es geht, gewinnen und dann auch hinterher Weltmeister werden, aber ich sag mal, ein bisschen Spannung muss ja auch mit dabei sein, ja, sonst ist dieses Projekt ja nicht mehr so attraktiv, sag ich mal, also für die Leute, die das schauen, ist ja in FIFA genauso, wenn ich da auf Legende spiele, aber wie gesagt, was soll ich machen? Soll ich jetzt extra langsam fahren? Soll ich jetzt extra schlechter fahren? Das will ich ja auch nicht, das ist genauso in FIFA, ich versuche immer mein Bestes zu geben, ich versuche immer 110% zu geben. Und dann, wenn es halt immer für Siege reicht, dann ist es halt so. Ne? Und man muss natürlich auch dazu sehen, wir sind natürlich auch in einem der stärksten Teams in der Formel 1. Also wenn wir jetzt bei... Wenn wir jetzt bei Sahara Force India oder so gewesen wären oder bei Haas oder so, dann wären wir natürlich nicht auf dem ersten Platz. Dann wären wir natürlich nicht so überlegen auf dem ersten Platz. Aber in dem Fall, denke ich mal, ist das was ganz anderes, jetzt da wir noch eine Runde gleich zu fahren haben. Also, vielleicht überrunden wir vorne noch einen. Vettel hinter uns, Hamilton, die werden sich auch nicht mehr um den zweiten Platz streiten. Hamilton und Bottas, die streiten sich wahrscheinlich noch so ein bisschen um den dritten Platz. Aber ich denke mal, das wird Hamilton auch ins Ziel dann bringen. Letzte Runde nun also jetzt für uns. Und da muss ich nochmal gucken, wo ich diese Schwierigkeit umstellen kann. Das kann ja nicht sein, dass man die vom Karrierestart an nicht mehr verändern kann. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. So, und da setze ich jetzt nochmal auf das fette Gemisch, diese 2,27, dass sie auf 0 runtergeht. Das ist der Vorteil, wenn man halt in der letzten Runde zum Beispiel nochmal einen überholen muss und er hat nicht mehr so ein gutes Benzingemisch, also die Balance stimmt da nicht mehr so ganz und du hast halt noch ein paar Liter mehr mitgenommen, als du überhaupt musstest. Klar, der Wagen wird dann schwerer, ist auch nicht immer gut und vielleicht kriegen wir ja sogar noch in der letzten Runde hin noch eine bessere Rundenzeit hinzukriegen. Wir haben jetzt eine 1,37245, waren jetzt schon wieder 2 Hundertstel, 2 Tausendstel, ich weiß nicht, was das ist. Ich glaube, 2 Hundertstel waren wir schneller hier in dem Bereich, aber das kann woanders schon wieder anders aussehen. Gut, 16 Sekunden vor Hamilton, das sind ja, das ist ja schon eine Demütigung, muss man ja schon beinahe sagen, aber wir sind erst beim dritten Rennen, nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wir haben wieder 25 Punkte gesammelt, für uns selber, für unser Team, auf dem Weg zum Meistertitel, aber die nötige Spannung war halt in diesem Rennen wirklich nicht gegeben. Vielleicht zu Beginn des Rennens, wo du mal Schiss haben musstest, dass du in der ersten Kurve mit einem zusammenrasselst. Aber ansonsten war das eigentlich ein ganz entspanntes Rennen, muss ich sagen. Deswegen freue ich mich über den zweiten Sieg hintereinander. Aber ab dem nächsten Rennen sollte dann doch eine etwas andere Schwierigkeit auf dem Plan stehen. Dass wir auch mal ja ein bisschen Herausforderung haben. Ich hoffe, ihr versteht das. Ihr könnt mir ja nochmal ein paar Tipps geben, wie ich das umstellen kann. Weil ich konnte das bislang leider nicht umstellen. Aber jetzt genießen wir erstmal unseren zweiten Sieg in China. Gratulation! Einfach fantastisch, du hast den Grand Prix gewonnen. Das Team aus Maranello hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Ich würde sagen, es war schlicht und einfach das Tempo. Wir könnten den ganzen Tag über Strategien sprechen, überholen, auf die Reifen aufpassen. Aber wenn man gewinnen will, muss man halt vor allem schnell sein. Und genau das waren sie heute. Da kommen sie also und steigen aufs Podium. Egal, wo man hingeht, überall auf der Welt dominieren die Flaggen mit dem springenden Pferd. Und auch heute sind sie wieder sehr zahlreich zu sehen. Ferrari steht einmal mehr an der Spitze.
sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Der Glückspilz übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich entscheide mich für jemanden, der heute wirklich über sich hinausgewachsen ist. Und das ist Sergei Sirotkin. Er war das ganze Rennen über unheimlich schnell. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Auch das Team von McLaren hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. In dieser Saison wird es ganz bestimmt noch mehr spannende Wendungen geben. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Rennen dabei, um zu sehen, wer es letztendlich an die Spitze schafft. Aber diese spannenden Wendungen, die können natürlich nur passieren, wenn man natürlich dann auch mal die Schwierigkeiten nach oben stellt. Naja, da werde ich mich nochmal schlau machen, wie man das machen kann. Also, ich freue mich trotzdem über den Sieg, das ist ja gar keine Frage. Wir haben einmal die Plätze getauscht mit Vettel, dann zwei Mercedes hintereinander und zwei Red Bull. Gut, das haben wir auch noch nicht so oft gesehen. Dann haben wir Nico Hülkenberg auf dem 7. Platz. Fernando Alonso hat endlich mal ein Rennen durchgehalten. 8. Platz, Sergio Perez 9. und Stoffel van Dorn. Überraschung, holt den ersten Punkt oder seinen ersten Punkt, denke ich mal. Dann Grosjean, Magnussen, Ocon, Leclerc, Hartley, Ericsson, Sirotkin, 17. Platz, Lance Stroll, Pierre Gasly und nur Carlos Sainz musste seinen Boliden abstellen. Der ist leider ausgeschieden. Ja, wir schauen auf die Rangliste rauf. Wir übernehmen die Führung, 4 Punkte jetzt vor Vettel, dahinter die beiden Mercedes, dann die beiden Red Bulls mit Ricciardo und Verstappen und bei den Konstrukteuren bleibt es unverändert. Ferrari oben, Mercedes 2., Red Bull 3. Also wie gesagt, die Spannung war natürlich in diesem Rennen, gebe ich auch selber zu, nicht so sehr gegeben. Außer am Anfang in der ersten Kurve war das eigentlich dann ein entspanntes Rennen. Ich werde mich schlau machen, wie man das verändern kann, wie man die umstellen kann, die Steuerung, obwohl das glaube ich der Jarhead oder der Jarhead, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der Jarhead, der gibt mir immer so ein paar Tipps und da muss ich mich einfach nochmal schlau machen. Auf jeden Fall danke schon mal für die Tipps. Danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst eine Bewertung da und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Rennen, das dann hoffentlich ein bisschen spannender wird. Macht's gut. Ciao, ciao.